Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play ich mach das Ghost Recon Wildlands. Yay! So. Wir haben letztes Mal hier ziemlich ein Massaker gestartet. Und jetzt ist es fertig. Wir könnten uns die SAG abholen. Die ist, glaube ich, ziemlich nice. Ja, wir machen den Typen hier und dann holen wir uns noch die Ecke und dann weil ich dachte, wir bekommen einen Sniper dafür. Warte, wo habe ich das gelesen? Ich weiß es nicht. Habe ich einen Sniper dafür bekommen? Ich glaube nicht. Neu. Warte. Durchdringen, Schaden, Präzision. Ach so, das sind die beiden AKs von den Turteltauben da. Schaden ist natürlich sehr viel höher. Geräuschminderung, Durchdringung, Reichweite, Feuerrate. Ich schau mal kurz. Achso, nee. Da kann ich nichts machen. Teile. Mündung, Schalldämpfer. Alter, ja, okay. Schalldämpfer. Genau, Maschinengewehr, Sturmgewehr. Gunsmith, ja, da bekomme ich nichts dafür. Das ist meine, genau. Gut. Dann hole ich mir noch die die Bison. Das ist, glaube ich, nur ein. Ah, nee. Gut. Also wie gesagt, hierhin. Und dann. Ja. Schauen wir, wo wir weiterspielen. Warte mal. Genau, den haben wir jetzt weg. Aber wer ist der da? Ah, Lanzer Gada, das da. Der da, da. Okay, ja, dann gehen wir gleich da weiter, ne? Ja, wunderbar. Dann machen wir erstmal den einen Bereich fertig. Und dann gehen wir zum anderen Bereich. So, uiuiui. Da bekommen wir ja erst den Sniper, weil ich habe den falschen gemacht. Oder ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß nicht mehr, ob ich den falschen gemacht habe oder ob ich wusste, dass ich zuerst hier den mache und dann den Sniper abhole. Na, ja, wahrscheinlich wusste ich das. Mhm. So, dann. Hole ich mir den Sicario. So. Einschüchtern. Das machen wir doch gerne. Drohne fliegt. Hey, hier ist eine Gruppe Sicarios. Neben der Kiste mit den Funkgeräten.
Ja, ist schon alles, ne? Oh. Ich sehe einen Hauptmann. Ich sehe 10. Da ist eine Waffe drin. Aber welche weiß ich nicht. Na komm, das machen wir danach. Unidad Heli, unten bleiben. Auf die Position. Da sind überall Zivilisten. Position. Geh auf neue Position. Hab das Ziel. Ziel erfasst. Hab kein Ziel mehr. Mein Ziel ist weg. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Bin bereit. Ziel verloren. Ziel erfasst. Ziel markiert. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Gut. Ich nehme mal die Pistole, weil die ist am geräuscharmsten, glaube ich. Ärmsten. Armstrong. Der eine ist jetzt rechts raus. Der nächste ist rechts raus. Was machen die denn da? Okay, bin unterwegs. Suche bessere Schusslinie. Moment, such eine gute Schusslinie. Okay, Ziel markiert. Roger, Ziel erfasst. Das Ziel ist weg. Hab das Ziel. Bin schussbereit. Quédate Ziel quieto. Verloren. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Es soll sich herumsprechen. Es sind neue Sicarios in der Stadt. Und jeder, der zu Santa Blanca hält, kann sich zu den Toten zählen. Sag deinen Jungs, sie werden uns erst sehen, wenn es zu spät ist. Okay, da claro pues. Mach ich. Mach ich. Sag tschüss zu deinem Ruf, harter Mann. Kataris Leute werden sich darüber noch lange kaputt lachen. So, naja. Hat nicht ganz so gut geklappt, aber es hat geklappt. So, da ist noch ein grünes Ding. Also das nicht, aber das da drin und das hier draußen und das hier draußen. Hier sind sogar zwei grüne Dinger, ne? So. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? 4.900. Ich brauche aber 6.000. Was ist los? Ah, Rechtsklick. Da sind Gegner. Ach so.
Zurück mit dir, zurück mit dir. Was ist hier verdächtig? Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Ihr seid verdächtig. Was war daran jetzt verdächtig, meine Fresse? Runter, bevor sie dich sehen. Okay, das ist wirklich schlecht gemacht. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. So ein Kack. Ah, okay, so, das mache ich nie wieder. Gut. Die wissen von uns. Ja, weil das Spiel scheiße ist. Da, 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 da. Gut, währenddessen trinke ich noch was. Ah, oh, wie kacke. Bla bla bla. Die kommen hier lang. Was sollen wir tun? Unauffällig schwimmen, so wie du. Was ist nur los mit denen? Ja, leise und dann platsch. Ah, gut, also ist halt doch kein Stealth-Spiel. So. Ich glaube, wir sagen denen mal Hallo, oder? Okay, da drüben scheinen sie sich zu beruhigen. Ja, schwerer Fehler. Grüß Gott. Granate fliegt. Seht mal da, Waffenkiste. Mierda, chingada madre! Hay un putero de soldados gringos acá! Mátenlos! Die sehen uns. Ja, die sehen uns auch, wenn wir leise sind, also von dem her. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Ja, von wegen gut gemacht. Ah, gut, also, gut gemacht. Egal. Was ist das denn? Machen die Tee? Platsch, 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 platsch. Das ist bestimmt Tee. Ganz sicher. So, da. Und Waffenkiste ist da unten. Bam. Dokument. Oh Gott, ein wunderbares... Oh, ja, Calcitas aktuelle Selfie erzielt über 340.000 Likes und mehr. Der Sohn des mexikanischen Milliardärs Gonzalo Vallado, Javier Calcita Vallado dient als Idol, respektierte Fassade des Kartells und weitet Santa Blancas Soft Power aus. Also jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Oh, kann ich gebrauchen. Schau ich mal, was für Teile ich habe. Zieloptik. So. Und Lauf. Langer Lauf. Und Schalldämpfer. Schaft.
und Granate kommt. Come mierda, culeros. Platsch. Ach, das da unten ist nur das Magazin. Ach so, ich dachte, das wäre sowas Cooles wie was anderes. Gut, also Geräuschminderung ist fast 100%. Das ist natürlich gut. Aber das ist bei allen so. Aber Schaden ist halt fast nichts, ne? Ich nehme mal wieder die. Die ist besser. So, was machen wir jetzt? Festhalten, Leute. Jetzt geht's. Bin drin, vorwärts. Wie, da ist noch was. Oh, verdammt. Dann geht's mal wieder zurück. Wie, du bist drin, du bist gar nicht drin. Ist mir egal. Das ist eh unser Heli. Gut. Dap. Ah, verdammt. Dann nehme ich halt nicht die Tür. Chefe, nächsten Monat hast du ein paar politische Kontakte im Casino zu Gast. Ich will ein Event. Casita. Politiker sind von Natur aus glamoursüchtig. Im Casino muss es von Promis wimmeln. Wer könnte da sein? Ich habe schon Ideen. Da wäre Marco Cruz. Der fette Schauspieler. Der will selbst Politiker sein. Du denkst, du sollst die Promis kaufen, aber du sollst sie anlocken. Sí, claro. Bebe Herrera. Sie ist ein kolumbianischer Telenovela-Star. Der Star von El Rostro de la Patinadora. Die Serie kenne ich. Ella ist muy bonita. Du kennst sie. Sie spielt gerne Poker. Wenn wir ein Turnier ausrichten, bringt sie vielleicht noch ein paar Schauspieler und Musiker mit. Bueno, mach das möglich. Sie und ihre Freunde müssen meine Kontakte nicht persönlich unterhalten. Comprendes? Sí. Absolut, Chefe. Gut. Was wollten wir jetzt? Ach so. Ein Schiff, das man im Mobilen Kokain-Labor verwendet. Das sah aus wie Pfefferminztee. Gut, dann würde ich sagen, hier als nächstes. Ja, oder das als nächstes. Wir haben ja einen Heli und kommen schnell von A nach B. Soll ich den nehmen oder den fetten? Ich nehme den fetten. Der ist cooler. So. Wobei, bei den anderen kann ich selbst schießen und bei dem müssen die anderen schießen. Aber egal. Das geht schon. Puh. So, dann los geht's. 700 Meter. Uiuiui, und da hoch. Da. Sind da noch Tangos? Tango, Tittere. Nee, da nicht. Okay, super. Wir landen einfach auf der Straße. Hallo Leute. Keine Angst. Wir tun euch nicht weh. Hi. Entschuldigung, ich bin zu doof zum Treppe gehen. Da. ¿Qué tal? Pero Casita, Agua Verde ist ein Nationalpark, einer von Boliviens Naturschätzen. Dort ein Resort zu bauen. Minister, der Rest der Welt sollte diesen Schatz mit uns teilen. Wenn wir Agua Verde in ein Resort verwandeln, bringen Touristen haufenweise Cash ins Land. Das Casino allein. Das Casino? Selbst wenn ich es ohne Zustimmung der Aymara genehmige, wird die Glücksspielbehörde ein Casino mit so fragwürdiger Finanzierung niemals genehmigen. Sie haben die Genehmigung schon erteilt. Okay, das glaube ich nicht. Wie ist so etwas möglich? Nun, der Präsident der Glücksspielbehörde versteht, dass viel Geld durch ein Casino läuft. Wenn etwas von dem Geld verloren geht, möchte er sicherstellen, dass es in die richtigen Hände fällt. Wollen Sie das nicht auch, Senor? Ah, okay, natürlich. Über wie viel Geld reden wir? Sagen wir 50.000 US-Dollar pro Monat. Für den Anfang? Ja,
Das klingt durchaus vernünftig, Castita. Ihr Anwalt soll mir die Baugenehmigungen schicken, ich erledige dann den Rest. Perfekto. Genießen Sie mit Ihrer Familie den Abend hier. Ja, 50.000 pro Monat für den Anfang ist halt auch nicht wenig. Was soll ich hier? Markieren Sie den Nachschub. Mit so einem fetten Heli soll ich da hoch. Ach, nichts leichter als das. Ich kann auf einer Briefmarke landen. Mit der Third-Person-Ansicht. So, dann wollen wir mal. Vielleicht schaffe ich das doch nicht. Vor allem nicht mit dem Riesenbrummer. Warte, doch, das kann ich schaffen. Einmal zurück, bitte. Einmal so. So. Ja. So, ein bisschen weiter vor. Ein bisschen seitlich. So, ausschaltet es. Siehst du? Ich gehe mal als Passagier rein. Und kann ich Sitzwechsel? Nochmal Sitzwechsel? Nochmal Sitzwechsel? Nein. Kann ich nicht. Ja, nicht so zügig. Wir haben es ja nicht eilig. So. Also. So. Gesichert. Jetzt können es die Rebellen holen. Ich hoffe, die nutzen das, was da drin ist. Wäre schade, wenn das alles umsonst war. Gut. Einsteigen, Jungs. Hier fliegen wir. Bereit, dreh auf! Ich dreh auf! Oh, sag ich doch, ich schaff das. Gut. Was war das gerade? Ich weiß nicht, was das gerade war. Irgendwie hat's komisch geklungen. Aber egal. Gut, ich würde sagen, das werden wir uns jetzt in der nächsten Folge krallen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye. Warte, ich lande noch den Vogel. So, hier. Ich steig noch aus. Nein. Mein Vogel ist kaputt. Gut. Aber ist egal, es regnet, es ist schön. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye.